Ja, gerade auch in so einer Krise hat man ja oft erstmal überhaupt die Gelegenheit innezuhalten und dann wird uns bewusst im Reflektieren, boah, welche Schätze da sind. Und wenn wir es dann nicht nur in uns kreisen lassen, sondern eben auch mal zum Ausdruck bringen und das kann eben wirklich auf die Zunge purzeln, das muss nicht geschliffen sein. Bei Wertschätzung ist es ja das A und O, dass es echt ist und eben nicht ein Tool, nicht ein Mittel zum Zweck. Es geht ja wirklich darum, was empfinde ich echt und authentisch. Und was bedeutet mir dieser Mensch? Und da kann ich ruhig auch stammeln. Ja, und da kann ich ruhig auch hängen bleiben in den Worten. Das macht nichts. Der andere spürt, wenn es echt ist. Die Energie dahinter ist es, die sich mitteilt. Die Energie dahinter ist es, die so reich und satt ist.